Summertime is Juice Time und für alle, die wissen wollen, warum ich innerhalb dieses Videos dreimal das T-Shirt wechsle, bleibt nur eins, bleibt dran, denn ich habe eine Weltpremiere hier liegen, den Soul Juice von Tribe. Übrigens den Fehler, alkoholische Getränke während eines Videoshoots zu verzehren, speziell wenn es um italienische Hersteller geht, mache ich nicht nochmal. Schaut mal bei dem Paoletti-Video rein, dann wisst ihr, was ich meine. Was haben wir hier liegen? Wir haben den Soul Juice von Tribe und der ist so geheim, dass das ein absoluter Prototyp ist, den ich hier liegen habe. Und es gibt nicht mehr auf der Website irgendwelche Informationen dazu. Das hat es für mich relativ schwierig gemacht, darüber was zu sagen. Und deshalb hat sich dieser Videodreh auch so lange hingezogen. Die einzelnen Shirts, die ich am Anfang angesprochen habe, resultieren daraus, dass ich wirklich das Ding jetzt über 3 Wochen hier liegen habe und Step by Step immer so ein bisschen mehr damit gearbeitet habe, um es näher kennenzulernen. Florian Jenisch, der mir das Gerätchen vorbeigebracht hat und der den Vertrieb in Deutschland für Tribe macht, hat das Maximum rausbekommen können, was bis jetzt vom Hersteller denn dort gesagt wird. Und ich lese es euch kurz vor, das Ganze kam hier in der WhatsApp. The Soul Juice Deluxe, also das ist der hier, has 2 of our classic Soul Juice, es gibt also noch einen anderen, plus a master volume control that lets you use it as an overdrive slash distortion with any input volume. Mm-hmm. The 2 channels can give any amount of gain from a soft crunchy boost in 2 stages to a rock distortion level and more. Okay. Das ist natürlich relativ oberflächlich von dem, was man über ein Distortion sagen kann oder einen Overdrive oder ein Pedal allgemein. Deshalb lasst uns doch einfach mal direkt reingehen in das, was ich am Anfang gespielt habe und was ich da so für mich sommerlich erfahren habe. Okay, let's start. Der Amp ist auf Clean. Clean heißt hier bei meinem Houston Kettner vorne Single Coil, relativ charakterlos, einfach nur Clean. Wenn ich den ein bisschen mehr andicken möchte, dann drehe ich normalerweise über die 12 Uhr Stellung hinaus und dann kommt sowas bei rum. Dann wird er aber relativ mumpfig. So. Und jetzt kommt unser Soul Juice in das ganze Spiel hinein, den mir Florian, wie ich schon sagte, vorbeibrachte. Und das Erste, was ich machte, ich habe mal hier die erste Stufe angemacht und der Regler war so auf 1.
Ich lasse vorne den Single Coil an. Und automatisch passierte das, was jetzt auch wieder passiert, nämlich die Mundwinkel gingen nach oben. Das bemerkte der Herr Vertriebsleiter sofort. Okay, das ist irgendwie anders als... Es gibt hier nämlich so geile, sparkelige Höhen dazu. Jetzt passt mal auf, wenn ich auf den Humbucker gehe. Nochmal für alle, das ist der Clean-Kanal. Die Regler, die wir hier vorfinden, waren für mich auch erstmal ein bisschen verwirrend, bis ich irgendwann gemerkt habe, es hat was mit dem zu tun, was ich hier ausnahmsweise heute mal verwende. Ansonsten verzichte ich darauf. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das hier ein Metallstrohhalm ist. Der Strohhalm, der hier abgebildet ist, trennt so ein bisschen die eine Stufe von der anderen. Hier vorne ist nämlich der Soul Juice und Deluxe wird das Ganze erst ersetzt durch diesen Schalter und diese beiden Regler. Das heißt, jetzt im Moment funktioniert nur der. Der hier und der hier nicht. Okay. Gut. Soweit dazu. Den Intro-Track habe ich eingespielt mit genau dieser Einstellung. Diese Gitarre hinten auf dem Humbucker, vorne praktisch den Soul Juice alleine, auf der 1-Uhr-Stellung, angemacht, Clean-Kanal. Hört euch mal an, wie die Spur isoliert klingt, die ich da gespielt habe. Schon, das ist ein relativ luftiger, trotzdem geil komprimierter, punchiger, ich muss hier wieder aufpassen, sonst gibt es hier wieder Pop-Laute bei dem Mikrofon, Sound. Das hat mir so geil gefallen, dass ich den wirklich ins Herz geschlossen habe. Ich gehe mal gerade auf die zweite Stufe von meinem Amp. Das ist mein verzerrter Sound. Und der ist noch mehr in the face. Jetzt kommt die zweite Stufe ins Spiel. Da haben wir jetzt einen weiteren Gain-Regler, aber auch einen Master-Regler. Und da können wir dem Ding noch ein bisschen mehr Kick geben. So, jetzt hört euch mal den Sound an, aus einem Pedal, verglichen mit einem röhren zweiten Kanal. Thank you.
ist schon relativ beeindruckend. Allein diese erste Stufe schafft etwas, was ich bisher selten bis gar nicht von einem Overdrive-Pedal gemerkt habe. Nämlich, es ist so ein Enhancer. Es macht einfach alles schöner. Und damit ist es, und jetzt muss ich einen weiteren anglizistischen Begriff gebrauchen, so ein Always-On-Pedal. Das ist einfach immer da, weil, jetzt passt mal auf, ist der Amp wird ja trotzdem wieder clean, wenn ich runterregel. Wenn ich jetzt hier... Zweite Stufe. Zweite Stufe voll auf vom Gain. Hört ihr was? Ja. Es ist jetzt nicht so, dass uns irgendwas um die Ohren fliegt. Das ist relativ geil, auch von der Verarbeitung, von den Bauteilen her. Er ist quiet. I like a lot. Lasst uns kurz nochmal gucken, was der Soul Juice hier vorne macht, wenn ich denn wirklich mal die verzerrte Stufe anhabe und ihn praktisch als Gain Boost nehme. Das ist mein Houston Kettner. Der kitzelt viel mehr von diesen geilen Obertönen raus. Wenn ihr also das Gefühl habt, eure Gitarre klingt nicht geil, vielleicht liegt es auch an dem, was dahinter ist, dass es nicht richtig rauskommt, weil hier sind jetzt auf einmal viel mehr Töne da, die ich vorher nicht gehört habe. Dann immer noch nicht genug ist. Ich bin einigermaßen geschockt. Hören wir zum Ende noch mal rein, wie ich den Solo-Track gespielt habe, einfach nur die Solo-Spur und ihr merkt, wie diese Solo-Töne von den Obertönen her durch das Pedal einfach angekippt werden. Gar nicht zu dem Soul Juice Deluxe sagen, denn im Prinzip spricht er für sich selbst. Ich kann mir fast nicht vorstellen, ohne den jetzt weiter zu leben. Und am Anfang dachte ich, naja, eigentlich brauche ich nur den einfachen, wenn es da ja noch einen einfachen gibt. Also nur diese erste Seite.
Aber irgendwie macht das mit dem zweiten auch doch total Sinn, denn es gibt halt doch nochmal das bisschen mehr. Vor allen Dingen, wenn du halt die erste Seite als Always On hast, dann brauchst du ja irgendwie noch einen mehr obendrauf. Was ich euch noch sagen kann, ist, das Ding ist, Tribe macht ja Gitarren, Bässe und eben jetzt auch Effektpedale. Die erste Seite, da habe ich auch den Bass zu diesem Stück am Anfang mit drüber gespielt. Also auch damit kann man noch ein bisschen mehr rauskitzeln. Das ist, ach, das ist einfach ein schönes Pedal und es freut mich doch immer wieder, wenn es noch was gibt, was auf dem Overdrive-Markt mich überraschen kann. Also, guckt euch das mal an beim Händler eures Vertrauens. Geht auf die Seite von Tribe. Ist im Übrigen ein Schweizer Hersteller mit italienischen Wurzeln. Das habe ich vorhin falsch gesagt. Aber who cares? Es ist einfach ein geiles Pedal. Mir doch egal, wo das herkommt. Habt Spaß. Hört es euch an. Kauft es euch. Und wenn ihr noch Fragen habt, unten rein bitte. Haut rein. Ciao.